auch wenn es diese Adresse nicht so unbedingt vermuten lässt. Die Geschichte von Ursa Chemie ist eine echte Erfolgsgeschichte. Gegründet wurde Ursa Chemie 1970 als Hersteller pharmazeutischer Rohstoffe und seither hat sich das Unternehmen prächtig entwickelt zu einem erfolgreichen Allrounder rund um die chemische Lohnfertigung. Heute sorgen 69 gesunde und fitte Mitarbeiter dafür, dass das Geschäft brummt. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn Gesundheit wird bei Ursa groß geschrieben. Mit seinem breit aufgestellten Gesundheitsmanagement und dessen zeitgemäßer Kommunikation via App hat der Lohnfertiger die Jury des Responsible Care Wettbewerbs 2024 in Rheinland-Pfalz überzeugt. Selbst die Insekten fühlen sich wohl bei Ursa. Ja, guck mal hier, lecker Honig gibt's auch. Ursa-Honig, Bio. Gut, im Grunde aus unternehmerischer Sicht erstmal ganz einfach. Der gesunde Mitarbeiter ist vor Ort und kann arbeiten, der Kranke eben nicht. Nicht nur, dass er selber nicht arbeiten kann, sondern es belastet natürlich auch die Kollegen, die das dann auffangen müssen. Von daher ist ein gesunder Mitarbeiter natürlich für ein Unternehmen immer wichtig. Und sind alle Kolleginnen und Kollegen jetzt begeistert und machen mit oder wie kommt das an? Ist unterschiedlich. Ich meine, man hat immer mal eine Gruppe, die keinen Bock hat, auf Deutsch gesagt. Aber verhältnismäßig viel machen doch dann immer wieder mit. Man sagt ja, Sport macht gute Laune. Hat das große Angebot, das Sie haben, Einfluss auf das Betriebsklima bei Ursa? Also würde ich sagen, definitiv ja. Gerade jetzt auch nach der Pandemie, die wir hatten, da hat er schon sehr drunter gelitten. Und durch die vielen Aktivitäten, die ja gemeinsam gemacht werden, hat er schon einen sehr positiven Einfluss auf das Ganze. So, wir haben es gehört, bei Ursa Chemie legt man viel Wert auf gesunde und fitte Mitarbeiter und bietet deswegen zahlreiche Sport- und Gesundheitsangebote. Sagt der Chef, Andreas Müller. Dass der Chef das sagt, ist ja klar. Ich wollte wissen, was sagen denn die Mitarbeitenden? Und das frage ich jetzt die Chemielaborantin Katrin Räuber. Hallo, hallo. Katrin. Freut mich. Freut mich auch. Ja, also es werden ja regelmäßig Gesundheitstage angeboten. Bei denen gibt es auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel eine progressive Muskelentspannung oder auch ein Cardioscan oder halt auch verschiedene Vorträge. Was gefällt dir an der App bzw. an den Angeboten, die ihr habt, besonders? Also die App ist auf jeden Fall sehr gut strukturiert. Man ist halt immer auf dem neuesten Stand. Es werden viele Artikel auch hochgeladen. Und generell findet man halt auch immer die neuesten Angebote. Und ja, gefällt mir gut. So, ich habe viel gelernt, viel gesehen hier bei der Ursa Chemie in Montabaur. Ich habe sportliche Mitarbeiter kennengelernt. Für all die, die sich jetzt fragen, naja, was bringt der ganze Aufwand denn? Zwei Zahlen. 2022 betrug der Krankenstand bei Ursa Chemie 5,4%, landesweit lag der Wert bei 7,3% und 90% der Ursa-Mitarbeiter nutzen die App. Ohne Chemie geht's nicht, ohne Gesundheit geht's auch nicht.